Alleine das ist schon so groß, dass sich hier Nebel drin bildet, ne? Ja. Das ist echt geil. So was gebaut kriegen. Hier ruht der Herrscher der Runen. Der Schöpfer der Minecarts. Der Meister der Eisigs. Aber richtig nice gebaut. Am liebsten würde ich ihn fragen, ob er mir die Map schickt, ob wir das dann was einfügen können. Ah. Nee, Mann, das darfst du nicht klauen, das ist. Nein, ich will es ja nur ausleihen. Ja, Ah, ich finde das. du machst daraus einen Dungeon. Ja! Ich gehe mal höher, hier hinten geht's noch höher. Nein, sowas wird schon selber gebaut. Das kann man nicht sagen. Man ist der Creator. Richtig. Okay. Friedhof im Pyramide habe ich ja auch geschafft. Keine Sorge, kommst du wieder raus. Ja, ich latsche irgendwie immer gegen die Türen. Okay. Ich habe nochmal einen geilen Ausblick. Boah, der Vorgarten sieht geil aus, rüber. Am liebsten würde ich mich auf den Turm warpen lassen, also direkt ganz oben drauf und dort, von dort mal einen Screenshot machen. Jetzt muss ich hier mal eine gute Stelle finden für einen Screenshot. Vor allen Dingen Symmetrie, ey, ne? Das haben wir echt drauf. Ich liebe es ja, wenn es echt symmetrisch ist. Oh. Da geht mir ja einer ab. Das darf Marco nicht hören. Okay. Aber richtig gut gemacht, ey. Das muss man ihn lassen. Also Momente bauen, das haben die drauf. Ja. Okay, dann wollen wir nochmal in den Tower da hinten reingehen. War das überhaupt schon alles von dem Tower? Jetzt, also von dem hier? Ja, ich gehe nochmal unten in den Vorgarten, den finde ich echt. Wer? Bist du auch Hier. unten? Nee, ich bin zum Glück stecken geblieben. Weil jetzt habe ich hier nochmal einen Blick von der Halle Okay, ich weiter guck oben. mal in den Garten mal. Mal schön beleuchtet noch. Würde ich mal gerne in der Nacht sehen. Das ist bestimmt auch cool. Ja, nur Leute machen die das immer Tag. Ja, kann man besser bauen, ne? Zum Glück hatte ich die Gelegenheit von der Wüstenstadt in der Nacht, also wo es gerade dämmert, einen Screenshot zu machen, das sah echt geil aus. Ich glaube, hier drin ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir jetzt zum Tower hinten. Washington Monument oder so. Ich hoffe, ich nehme den richtigen Ausgang. Fall einfach runter. Ich fühle mich richtig. Wo bist du? Ich gehe zum Tower. Das Ding in der Mitte, ja. Oh, mit Leiter kann man sogar hochgehen. Da soll auf mich warten. Nee, lieber nicht. Doch. So läuft das. Ich frage mich echt, was die hier noch alles bauen werden. Hier ist auf jeden Fall nochmal eine sehr gute Aussicht. Also ich würde echt so ein paar Monate warten oder so, oder ein paar Wochen, ich weiß ja nicht, wie schnell die sind, oder mich wirklich regelmäßig einloggen, um zu gucken, ob die was Neues gebaut haben. Und davon dann echt Bilder machen, vielleicht nochmal kleine Videos oder so. Das ist einfach mega, was die hier machen. Richtig übertrieben. Ja. Oh, bist schon fertig? Okay. Ja, du kannst noch Fotos machen jetzt. Dann will jetzt wieder raufgehen. Da vermisse ich dann doch die Flugfunktion. Oh, hier ein paar Oktopussis im See vorne. Ist auch schön. Pass auf, die greifen jetzt aber an. Ja. Ja.
dass sie auch mal so kleine Wälder gemacht haben. Das ist voll geil. So wirkt nicht so überfüllt und so. Die haben das alles auch mal schön weit auseinandergebaut, Ja, also zumindest aus. ich sag ja gerade, es ist nicht so überfüllt. Also, dass man sagt, so eine Sache direkt nebeneinander. Sondern schön, schön clean. Alles abgegrenzt. So. Eiskanzlei bei Shakespeare. Leider noch im Bau, kommt später wieder. Ja, das machen wir doch gerne. Will ich mal nicht zu viel verraten. Bist jetzt Komm. auf, wo bist denn du hin? Ich bin rechts vom Reichstag. Ah, da. Bitte nicht anfassen oder gar zerstören. Nein. Würde ich nie machen. Könnt ihr nichts zerstören, von daher. Also das ist noch nicht fertig, steht da. Also im Wiederkommen, wenn es fertig ist. Das werden wir auf jeden Fall tun. Ja. So. Das verspricht die Schuhe heilig, dass auf jeden Fall ich wiederkommen werde, um allein das anzugucken. So, dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hinkommen. So, jetzt sind wir beim Hafen angelangt. Mit einer Quelle der Freude. Es ist kein Trinkwasser, steht hier. Ich will rein. Geh rein. Geh rein. Oh, Oh. tief. Ah, nee, doch nicht. Ich sinke nicht. Ah, okay. Ich will wieder raus. Ich will wieder raus. Ich will raus. Ich ertrinke. Ne? Ah. Oh, okay. Jetzt weiß ich, warum der Quelle der Freude heißt. Okay. Ja, siehst du das Schiff schon? Ja, ich sehe das Schiff. Und die Okay. Häuser. Die Häuser. Die Häuser sehen Boah. richtig geil aus, ne? So im alten Stil oder so. Ja, so. So wie es sein soll in Minecraft. Ja, dann mache ich lieber F8 an, das ist ja. Und dein F8 hier. Das ist. Hafengebäude, Information und Anmeldung. Ich finde Anmeldung. das geil mit der weißen Wolle. Das hat irgendwie was. Ah. Ja, halt wie früher so, ne? Bei Ja. RPG Maker gab es ja auch solche Teils, die hatten genau so eine Wand. Also. Ja. Schon cool. Oh, hier. Was ist das? Oh, hier ist so ein Greifhaken. Siehst du das? Richtig geil. Ja. Kann man auch reingehen? Ich will den steuern. Ja, genau. Mit Pistons, so, weißt du? Oh, hier geht's runter. Fangen wir mal runter. Warte, ich muss sie erst wiederfinden. Ich bin einmal rumgelaufen. Ah, da. Wo geht's runter? Hier geht's runter. Da geht's runter. Ich will runter. Bevor wir uns weiter ergötzen an den Sachen dann. Oh, hier sieht Ach man das so. Teil von unten. Was soll Oh, das? richtig mit Rad, Alter. Was soll das Werk sein? Ja. Ja. Und das Wasser durchfließt, ihr Wasserrad. Haben die auch gebaut. Das ist geil. Also man sieht wirklich, auf dem Server geben sich die Leute wirklich richtig Mühe. Ja, das kannst du nicht eben mal mit World Edit so Nee, groß also machen. da muss man wirklich auch nebenbei schauen und ob das wirklich gut aussieht. Das ist echt cool. Hast du ein paar Fotos gemacht? Ah, sieht, gut, dass du mich dran erinnerst. Oh, richtig mega. Also, ich glaube, so viele Bilder habe ich noch Voll. nie gemacht von einem Spiel. Es ist so. Es geht sogar richtig durch, ist ja geil. Es ist auch genau angedockt, ne? Also die haben nicht einfach so jetzt da drunter geklatscht und gesagt, ja, sieht eh keiner, ob das nun direkt da drunter ist oder nicht. Ja, Sondern die haben genau. wirklich, man sieht wirklich von, wenn man hochguckt an die Decke, Genau, das Loch und wie das dann da genau an die anderen Sachen andockt. das habe ich gerade auch gesehen. Sehr schön. Wollen wir mal an Bord gehen, an das Warte, Schiff warte, hin? warte, warte, warte. Ich muss noch ein Bild machen von dem Kran. Ich laufe lieber gleich mit F1 aus, also ne, rum hier. Ja. So schwer ist das ja nicht.
Okay, erstmal hier lang. Ja, und ich dachte, unser Schiff wäre schon gut gewesen, Ja. ne? Man sieht, die haben hier wirklich immer auf Details geachtet, ne? Smooche Aber jetzt siehst du mal, wie so ein Schiff aussieht. Also von vorne. Nicht nur der Jetzt hintere Teil. siehst du, wie ein Schiff aussehen muss. Ey, unser Schiff ist schon cool, ja. Es ist nur noch nicht fertig. Ja, ist klar. Nur die haben halt größeres Schiff. Unser ist mehr so eine Nussschale. So wie das da drüben. Sascha. Wie das da drüben. Da, in die Richtung. Ja, das kommt schon eher hin. Sieht aber auch cool aus. Aber die haben keine Piratenflagge wie wir. Auch von hier sieht man noch ein bisschen auch ein Gebäude, was man nicht identifizieren kann, mit einem Baum hinten drauf. Also ich glaube, wir müssen mal wiederkommen. Ich glaube, wir verpassen viel zu viel. Kommen auf jeden Fall wieder. Boah. Also das ist wirklich Arbeit, wo die sich sagen, wir denken uns das nicht nur, was wir erschaffen wollen, sondern wir machen es auch und dann auch zu Ende. Ja. Also wenn man sowas baut, dann muss man wirklich Herz und Seele da reinstecken, damit man das auch wirklich zu Ende bringt und nicht einfach nur fertig da stehen lässt. Man kann Finde ich sogar gut. auf die Masten hochgehen. Ich versuche gerade nochmal gute Position für Bilder zu finden. Ich muss schon sagen, ey. Ah, ich sehe die Moin. Oder Moin, ja. Bist du denn hingelaufen? Ich bin oben auf dem Mast. Ahoi. Ach so, ach so. Ahoi. Ja. Gut, dass man kein Leben verliert. So, unter Deck ist natürlich erstmal mit Schwimmweben zu kämpfen. Ist auch immer schwierig, hier sauber zu machen. Ich finde, die haben das wirklich gut realistisch hinbekommen. Ja. Also, die wissen wirklich, wie sowas aussieht und bauen das auch wirklich so. Sie haben sogar ein Bett gebaut. Ein Bett gebaut. Man kann zwar nicht drin schlafen, aber. Ja, ich muss dich mal finden. Also, hier die Spinnweben. Das heißt, ich kann nicht weit weg von dir sein gerade. Ich bin unter Deck. Ah. Hier sind Doppelbetten und hier ist Kürbis, hier sind Kürbisse, lecker. Okay, es geht irgendwie noch tiefer. Oh, es geht noch tiefer. Ja, Achso, da warst du gerade. da schläft die Crew. Mannschaftscrew. Ja. Genau, und jeder Kadett hier sein Kadett. Crewmitglied hier sein Ablageplatz im Bett. Mir fehlt dir nur noch so ein Jack Sparrow und die Black Pearl. Ja, wo ist der Alkohol gelagert? Der ist versteckt. Du kennst doch Jack. Mit den Buhu. Pistons, durch Pistons teilt sich dann das ganze Schiff, weißt du, und dann kommt der Alkohol zum Vorschein. Also ich habe ja schon viele YouTube-Videos gesehen, jetzt auch dank dir, wo Pistons wirklich richtig gut eingesetzt werden und dann wirklich versteckte Räume herauskommen, die man wirklich nicht sieht vorher. Seit deinem Update war es ja nicht mehr möglich, dass Pisten zieht in irgendeine Richtung. Doch, doch, es geht, du musst nur auf die Pixel Ja, achten. ja, ja. Und da hast du mir ja gestern das Video geschickt und wo sich einer wirklich da Kopf zerbrochen hat, bis er das herausgefunden hat. Hier, Und guck mal, sein. das sollen so Transportcontainer sein. Aha.